Hallo alle zusammen, ich bin's wieder, der Fredo. Heute geht es um die Zusammen- und Getrenntschreibung von Adjektiv und Verb. Ihr werdet am Ende dieses Videos einige Regeln kennenlernen und beherrschen und dieses ganze Komplizierte in der deutschen Sprache, wann man etwas getrennt oder zusammenschreibt, etwas besser verstehen. Wann also schreibt man Adjektiv und Verb zusammen und wann nicht? Ich werde euch das jetzt anhand der verschiedenen Regeln und Beispielen erklären. Fangen wir mit den Regeln an, wo es darum geht, ein Adjektiv und Verb zusammenzuschreiben. Ergibt sich aus der Zusammenfügung. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.